So, warte mal, da oben sind wir gewesen. Da war doch sonst nichts mehr, oder? Nö. Okay, das heißt, wir können dann jetzt hier weiter. Oh, jetzt muss ich mir irgendwie einen Plan überlegen, wie ich hier am besten weiterlaufen will. Obwohl, wartet, ich glaube, ich habe einen Plan. Oh, guck mal, da ist wieder so ein Dämonenkönig. Wollen wir den jetzt wieder mal an uns reißen und den mal ganz freundlich über seinen Kopf streicheln und ihn füttern und ihn begrüßen und ihn ins Herz schließen? Nein. Okay, ist schon wieder ein Einzelner. Sollte also jetzt auch wieder keine Schwierigkeit für uns darstellen. Machen wir einmal das und einmal das. Dürfte nur eine... Boah, Emma, unsere Kampfmaschine. Ach, wie ich Emma mag. Aber obwohl Torge... Auch habt ihr das gerade gesehen? Wir hatten gerade einen Gesamtschaden von über 11.000. Die werden immer besser. Und guck mal an, was dieser einzelne Gegner hier... Und schon wieder haben wir eingefangen. Meine Güte, haben wir gerade ein Glück. Ich mag diese Gegner irgendwie total gerne. Das sage ich zumindest so lange, bis wir irgendwann mal mehrere Gruppen von denen bekämpfen müssen. Ich sehe das schon wieder kommen. So, warte mal, wo bin ich jetzt wieder hergekommen? Ich bin jetzt schon wieder total durcheinander. So, hinter mir... Nee. Hä? Hallo, ich brauche wieder meinen Überblick. So, doch, von hier bin ich gekommen. Alles klar. So, wartet, ich muss den Weg jetzt nochmal rekonstruieren. Ihr dürft mich gerne auslachen. So, so sah das am Anfang aus. Alles klar. Ja. Sagst du uns jetzt irgendwas Neues? Wahrscheinlich nicht. Nein. Oh. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, aber wir probieren das mal. Ich hoffe, dass ich dann hier trotzdem alles noch schön weiter absuchen kann. Oh, die Stele hat ihre Kraft verloren. Ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Ach, ich glaube, ich weiß, was das bedeutet. Ich glaube nämlich, dass wenn wir das in alle Stelen so einsetzen, dann, dann wird dieser Zauber, dann wird dieser komische Sandsturm, den wir da vorhin gesehen haben, der wird dann neutralisiert und dann haben wir die Möglichkeit, zu unserem Objekt der Begierde in Form des Bosses dann uns rüber zu schwingen. So, euch zwei Spinnchen nehme ich mal mit. Oh, ich hätte auch noch die dritte mitnehmen können. Na, egal. So, der Kampf, der war im Grunde genommen gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Also fast sind mir wieder die Verbände draufgegangen. Und wirklich viel haben die uns auch nicht gebracht. Auch wenn ich natürlich die Erhöhung von LP nicht unter ihren Scheffel stellen möchte. So, den jetzt zerlegen wir noch einmal. Ich glaube, ich brauche von diesen seltenen Items nicht mal immer ganze 10 Stück. Aber egal, irgendwie fühle ich mich damit sicherer, wenn ich ein paar davon einsammeln kann. So, wartet mal, ich will mal kurz gucken. Orientierung und so, wisst ihr Bescheid. So, da haben wir jetzt, wenn ich jetzt nach links abdrifte, gleich eine Sackgasse. Und ist hier noch was? Ist hier noch... Oh, nee, den will ich da jetzt nicht mit reinnehmen. Obwohl, im Grunde genommen... Ach, eigentlich hätte ich das probieren können. Aber hatte ich gerade einen Knick in der Optik oder sah das so aus, als ob der unter mir wäre? Na, egal, bis gleich. Kurz, aber schmerzlos. Der Kampf wird uns, glaube ich, nicht so viel einbringen. Schätze ich mal, ja. Wir haben gerade den Kettenwert von 200 erreicht. Das ist eine ganze Menge. Und wieder ein Spinnchen. Für unsere kleine, süße Spinnenfarm. Hallo? Irgendwie sind die Ladezeiten hier gerade minimal nervig. Oh, ein aggressiver Dämonenkönig. Eigentlich wollte ich zu dir noch gar nicht hin. Ich glaube, ich warte noch ein Weilchen. Weil wenn ich mich da runterfallen lasse, dann komme ich hier nicht wieder hoch. Deswegen kümmere ich mich dann zu einem anderen Zeitpunkt um ihn. Ja, und diese ganzen schönen Abholzpunkte, die ich jetzt erstmal nicht machen kann, weil ich mir das ja aufsparen will. So, das Schlüsselartefakt göttliche Statue benutzen. Yeah! Yay! Yeah! Oder irgendwie so, also ganz komisch sagt das Rush immer. Ich kann das gar nicht nachmachen. So. Okay, dann heißt das für uns, dass wir jetzt weiter nach vorne können, wo weitere schöne Sackgassen auf uns warten. Und wahrscheinlich auch weitere nette Spinnenviecher. Oder auch Hundeviecher. Guck mal, da ist wieder ein Erdball. Aber ich glaube, an diesem Ort hier ist das gar nicht mal so ein Indiz dafür, dass wir da irgendwie einen Boss oder sowas haben, sondern das ist eher ein Indiz für, wenn du dich verlaufen hast und das Weite suchen möchtest, dann nimm diesen Ausgang. Ich
glaube, wir haben. Haben wir schon Riesenflaurus gefangen? Ich glaube, wir haben bisher nur die kleinen gefangen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Und ich frage mich auch, wisst ihr, was ich bisher auch immer noch nicht so mit der Aufmerksamkeit bedacht habe, wie sie das eigentlich verdienen würde? Ich habe mir immer die Waffenrezepte gar nicht so genau angeschaut, ja? Oh, hier ist total die Säure-Detonations-Action im Moment. Ja, ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass ich, bevor ich dann die nächste Mission antrete, oder die nächste Aufgabe annehme, dass ich mich erstmal mit neuer Ausrüstung hier eindecken werde und vielleicht auch mit neuen Accessoires. Ich hatte jetzt eine ganze Weile schon meine Excel-Tabelle nicht mehr offen. Nach dem Mantroskylo und nach dieser Silberfalken-Mission war da irgendwie die Notwendigkeit noch nicht so gegeben. Sehr schön. Pagos Waffe hat sich gerade verstärkt und wir haben wieder drei Flaurosse. Insofern Flaurosse der Plural ist. Ich bin mir da gerade überhaupt nicht sicher. Und den letzten, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn Bestiensäfte scheinen die etwas häufiger zu droppen. Auch wenn wir die nicht zerlegen, haben die das, glaube ich, manchmal noch so dagelassen für uns. So, oh, wie schön. Und eine weitere Truhe. Ich würde mich jetzt tierisch über so ein XXL-Package an Kräutern freuen. Armband des Glücks? Also gefällt mir nicht besser als das, was wir jetzt haben, muss ich sagen. Aber man weiß ja immer nie, ob nicht vielleicht ein Mitstreiter irgendwann mal danach fragt und sich dadurch verbessert. Guckt mal, was für ein interessanter Abholzpunkt. So, hier könnten wir uns das Ganze jetzt auch abkürzen, machen wir aber erstmal noch nicht. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir diese ganzen Accessoires und Waffen und was man hier nicht alles findet, dass man das ja hier alles zerlegen kann. Und darüber auch des Öfteren mal an seltene Items rankommt. So, und hier haben wir unsere nächste Statue. Okay, das kennen wir ja alles schon. Yeah, bitte einmal aktivieren bzw. deaktivieren. Oh, tut mir aber leid, liebe Städte, dass du jetzt deine schöne, schöne Kraft verloren hast. Ich werde jetzt trotzdem weitergehen und mich daran erfreuen, dass du sie verloren hast, denn dein Rückschritt bedeutet mein Fortschritt. Muhahaha. So, hier schneide ich euch mal wieder raus. So, kurzer Prozess, auch wenn mich gerade diese Riesenflaurosse ein bisschen geärgert haben, denn die können offensichtlich vergiften. Oh, guck mal, Violet. Okay, ich komme mal gar nicht hinterher. Das, was da links immer so aufploppt und eingeblendet wird, das kann ich übrigens nicht verlangsamen. Ja, das geht immer so schnell. So schnell wieder weg. Auf jeden Fall ist Block da gerade in der Klasse gestiegen. Und Violet hat ihren Doppelschlag verbessert. Zumindest ein kleiner Lichtblick. Wobei ich mir echt wünschen würde, dass sie mal eine etwas stärkere Attacke lernt. Außer diesen Doppelschlag. Beziehungsweise mal generell irgendeine weitere dazukommt. So, hier haben wir jetzt wieder zwei Spinnen. Oder sogar drei auf der... Nee, wartet mal. Ich habe gerade irgendwie einen Knick in der Optik. Nee, es sind nur zwei, oder? Die nehme ich mir doch jetzt beide mal. Und eine weitere Ladung Kanonenfutter eliminiert. Violet ist mir hier in diesem Kampf draufgegangen. Oh, blockter. Neue Klasse Speer? Warum war das denn so grün eingefärbt? Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten? War das jetzt gut oder schlecht? War blockter aber nicht vorher irgendwie was viel Cooleres? Warum ist blockter jetzt Speer? Was bedeutet das? Hilfe! So, wo bin ich jetzt hergekommen? Ich glaube, da, wo ich jetzt hingucke, ne? Warte mal, ich muss jetzt wieder meinen Ursprungszustand darauf beschwören. Genau, so sah das aus, als wir hier ankamen. Das heißt, hier platziere ich jetzt erstmal wieder diese göttliche Statue. Ja, was bedeutet das, dass Block der Speer ist? Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum war das grün? Nicht, dass ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe hier oder mir irgendwas jetzt hier total verbockt habe. Wo bist du denn, Block da? Zeig mal, ich will mal kurz gucken. Guck mal, der steht jetzt da grün da. Tja, keine Ahnung, was das bedeutet. Müsste ich vielleicht irgendwann mal wieder recherchieren. Nur ich habe immer Angst, mich zu The Last Remnant zu belesen, weil ich dann immer Angst habe, irgendwie mit Spoilern konfrontiert zu werden. Und ich möchte mich ja hier jetzt größtenteils überraschen lassen. Also klar, ich kenne ja das Spiel schon, grob gesehen. Aber ich spiele ja in der Regel immer diese ganzen Spiele, wenn ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist und das dann für mich immer noch diese Aha-Effekte auslösen kann.
Und das würde ich mir dann ein bisschen verbauen, wenn ich mir hier zu viel Input hole. Beziehungsweise kann man ja auch oft immer nicht weggucken, ja. Wenn man dann an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt und es dann heißt, oh, und hier der ultimative Trick, dann fühlt man sich immer verleitet, dahin zu klicken. Naja, egal. So, ich möchte jetzt gerne mal wieder ein paar von diesen Königsdämonen oder wie die heißen bekommen. So, die Gigantula können wir jetzt auch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Sagt man Gigantula oder Gigantula? Also so schnell oder so langsam ausgesprochen. Bin ich irgendwie ein bisschen überfragt, aber ich bin ja generell irgendwie mal ein bisschen überfragt, wenn es darum geht, bestimmte Dinge auszusprechen. So, diese zerklüftete Klippe dahin, die hätten wir als Abkürzung runternehmen können. Und wieder ein bisschen Geld. Und ich habe übrigens, als Violet da vorhin gestorben ist in dem Kampf... Oh, ich bin, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Da habe ich sie auch nicht wiederbeleben können. Und ich frage mich jetzt wirklich, ob ich überhaupt noch die Möglichkeit habe, mit den Kräuterreserven, die ich so mit mir führe, das Ganze überhaupt noch... zu schaffen, also mit dem Wiederbeleben. Ich muss einfach darauf spekulieren, wenn wir dann letzten Endes diesem letzten Boss über den Weg laufen, dass ich das nicht benötigen werde, sondern dass die Verbände das so irgendwie hinkriegen. Oh, guck mal, und kaum frage ich danach, haben wir auch schon direkt wieder einen. So, ja, die andere Sackgasse bin ich gerade abgelaufen. Ich glaube, das ist der, den wir da vorhin von oben gesehen haben. Ich würde es theoretisch sogar mal mit zwei von denen hier aufnehmen, aber ich weiß nicht, ob die auch in Gruppen auftauchen können. Denn bisher und jetzt auch hatten wir die immer nur einzeln jeweils zu Gesicht bekommen. Das ist irgendwie... Ja, irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie doof, denn wir könnten ansonsten noch eine viel, viel größere Ausbeute da rausnehmen. So, Verstummer macht jetzt hier, glaube ich, nicht so viel Sinn, also generell Flächenschaden. Obwohl ich nicht weiß, auch das ist ja bei jedem Spiel anders, wenn man auf einen großen Gegner einen Zauber wirkt, der Flächenschaden macht, nimmt er dann mehr Schaden, weil mehr von seinen Körperregionen in Mitleidenschaft gezogen werden, oder ergibt das dann weniger Sinn? Das würde mich echt mal interessieren. So, ihr könnt jetzt mal improvisieren und ihr hier... Ach, improvisiert auch mal. Gucken wir mal, was ihr draus macht. Rush probiert es mit dem Beinspalter. Violet mit dem Doppelschlag und Torgal, mein Held mit seiner Gemetzelattacke. Sehr, sehr schön. Und unser Kettenwert, der klettert immer weiter in die Höhe. Wow, Violet hat Donnerschlag gelernt. Endlich tut sich da mal was. Also Donnerschlag ist jetzt, weiß ich nicht, ob das so zu den besten Attacken mit dazugehört. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, besser als dieser Doppelschlag, den sie bisher immer so hatte. Oh, okay, die Ladezeiten. Also ich werde auf jeden Fall, bevor ich den Boss aufsuche, mal einen kurzen Cut einlegen und nachgucken müssen, ob mit der Aufnahme alles in Ordnung ist. Teilchen, 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 Teilchen. Ja, wir haben ein Us-Teilchen, was auch immer du bist. Aber immerhin ist unser Zähler wieder voll. Oh, da freue ich mich ja. Sehr, sehr cool. Das heißt, im Grunde genommen könnte ich jetzt nochmal die ganzen Regionen hier zurück ablatschen und mal gucken, was ich da so finde. Aber ich will hier erstmal diesen Kreis zu Ende ablaufen. Denn wir neigen uns ja hier auch langsam dem Ende dieses Ortes hier zu. Und ja, das heißt, dass wir dann langsam aber sicher unseren Buddelzähler auch leer machen können. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, wartet mal, haben wir jetzt hier... Ich bin gerade etwas überfragt. Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Stelen schon neutralisiert haben. Ich glaube noch nicht. Hä, wo sind wir denn hier? Waren wir hier schon mal? Ja, aber wir sind... Ich bin gerade irgendwie etwas verwirrt. Obwohl ich jetzt eine Karte habe, bin ich trotzdem verwirrt. So, nee, warte mal. Ich muss mal erstmal die verbleibenden Stelen jetzt hier suchen und gucken, dass wir die dann auch noch... genau, die hier ist eine. Na klar, das erkennt man doch immer an diesem Leuchten. Das hätte ich doch auch schon vorher registrieren können. So, einmal bitte einlegen. So, und dann... Es gab ja einige interessante Grabungspunkte noch. Bei einem bin ich mir sogar ziemlich sicher, wo die gewesen sind. So, ich glaube, hier in dieser Ecke haben wir die noch nicht neutralisiert. Aber wenn wir das dann geschafft haben, dann sind wir, glaube ich, auch so weit durch. Man erkennt ja Gott sei Dank auf der Karte, wo die sich befinden. Genau, einmal die hier.
Da haben wir auch einen Grabungspunkt. Der sieht jetzt so von der Platzierung her nicht so spektakulär aus, aber wir können ja mal gucken. Ach, und wartet mal. Mir fällt da noch gerade was ein. Wir haben, ja, bla bla. So, einmal machen wir das hier. Wir hatten nämlich, oh, seltenes Item, ein Nagelblatt. Okay, aber das hatten wir doch schon mal. Blöder Grabungspunkt, dich mag ich nicht. Ich bereue, dass ich in dich investiert habe. Du bist keine gute Zukunftsinvestition. Aber wir hatten direkt in diesem riesigen Sandmeer, da gab es doch auch noch so einen Grabungspunkt. Und da will ich es auf jeden Fall einmal nochmal probieren. So, und es könnte sein, dass das jetzt hier die letzte Stele war. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Yo, das müsste dann der Teleporter sein, der uns auf die andere Seite manövriert. Zu unserem Gegner, den wir unbedingt mal treffen möchten, weil er bestimmt so unglaublich sympathisch ist. Genau, hier war das gewesen. Was? Bist du doof? Komm, probier's nochmal. Ich gebe dir noch eine zweite Chance. Oh, seltenes Item, sehr schön. Rauer Luftgeiststein. Haben wir zwar schon einmal, aber gut. Juhu, er ist ein Neuling in Sachen Kraft. Okay, mehr werde ich jetzt hier aber nicht anwenden. Es gab hier noch einen Grabungspunkt, den ich mir gerne noch genauer angeguckt hätte. Wartet mal, ich muss mal gucken, ob ich das noch grob zusammenkriege, wo der war. Wenn ich jetzt gleich an diesem Teleporter vorbeilaufe, dann kürze ich den Weg für euch ab. Genau, ich gehe mal eben zu dem Grabungspunkt hin. So, einmal der hier. Schaut mal, wir sind jetzt nämlich genau hier. Und dann gab es aber noch so einen zweiten, der so ein bisschen in der Luft hing. Süßer Nektar, das ist zum Beispiel neu. Das können wir gleich nochmal probieren. Item Bonus, sehr schön. Und nochmal zweimal süßer Nektar, alles klar. So, ich spekuliere mal darauf, dass der sich jetzt hier links von uns befindet. Oh, lass mich bitte nicht falsch liegen. Nee, Mist, aber ihr erinnert euch daran, was ich meinte, ne? Vielleicht war der einen daneben. Na gut. Jetzt aber. Ich hatte recht damit, der war hier nämlich eine Sackgasse nebenan sozusagen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht der so speziell aus, auch wenn man den so einfach übersehen kann. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Schöneres als woanders. Oh, hier bekommen wir wieder diese komischen Samen. Na gut. Ah, dann probieren wir das nochmal. Vielleicht bekommen wir auch noch zu Gesicht was... Och, nö. Böser Buddler. Ich bin total enttäuscht. Ein Buddelzählerteilchen haben wir noch. Das werde ich jetzt hier einfach nochmal versemmeln. Okay, nee, wartet mal, wo war der denn? Waren wir hier schon mal? Ich glaube, hier haben wir auch noch nicht gegraben. Nagelblatt. Okay, ist jetzt nicht so spannend, aber immerhin haben wir auch die Technikstufe jetzt auf die Neulingsstufe nach oben gebracht. Und jetzt wird es spannend, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen. Meine Damen und Herren. Ja, egal. Ich sollte vielleicht aufhören, mich ständig über mich selber lustig zu machen, denn es gibt, glaube ich, generell irgendwie gar keinen Part, wo ich nicht irgendeinen blöden Sprachfehler an den Tag lege. So, ich hoffe, dass wir da hinten jetzt keinen Bohrpunkt haben, wo ich dann noch den Buddelzähler benötigt hätte, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn wir den Gegner erledigt haben, dass dann sowieso Schicht im Schacht ist und wir dann wieder rauskommen. Okay, ich werde jetzt hier keinen Cut machen. Ich bin gerade einfach zu neugierig, was da jetzt gleich passiert. Den Teleporter benutzen, versuchen wir es. Jetzt bin ich... Aber ich hätte vielleicht nochmal speichern sollen vorher, ne? Ah, das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Vielleicht kriegen wir die Möglichkeit noch. Hi. Wer oder was bist du? Ich kann dich nicht anvisieren. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. So, speichern und, ja, was überspeichern wir denn? Überspeichern wir mal die Katakomben, die sind schon total nicht mehr up to date. Ja, schön, wie wir hier beide so stehen, ne? Und wie geht's dir so? Was machst du so? Ich möchte an den Schatz, der hinter dir steht. Oh, okay. Keine zwei Schritte kann man hier laufen, ohne direkt attackiert zu werden. Ist in Ordnung. Besiege die Mantroskylo. Aha, interessant, dass ein und derselbe Name offensichtlich für zwei vollkommen unterschiedliche Gegnertypen fungieren kann. Ich lasse die jetzt mal improvisieren, dass sie mir hier alle Flächenangriffe andrehen wollen. Ja, ich will keinen Flächenangriff machen. Ich versuche das jetzt mal hier mit Blitzpfeil und Funke und guck mal, was das generell so an Schaden auslöst. Oh, der hat eine Attacke, die heißt todsicher. Das finde ich irgendwie blöd. Das sieht so nach Instant-Tod aus.
glaube, Torgal hat das gerade irgendwie überlebt, oder? Oh, Backe. Ist gerade Loki draufgegangen? Warte mal, ich mach mal hier den Turbo-Modus kurz aus. Ich bin gerade nämlich etwas überfordert. So, also Torgal hat dem, glaube ich, widerstanden. Okay, ich glaube, ich habe so eine vage Vorstellung davon, was hier die Schwierigkeit sein wird. Da sehen wir es. Loki ist weg. Der wird wahrscheinlich mit seinem Instant-Tod die alle hier nach und nach recht schnell niederstrecken und müssen gucken, dass wir das irgendwie überlebt bekommen. Ich guck jetzt mal, was das hier an Schaden ausrichtet. Ich hoffe einfach mal, dass er abseits von seiner Todsicher-Attacke nicht sonderlich viel kann. So, Torgal und Emma. Boah, Emma ist ja sowieso immer schon mein Liebling gewesen, aber auch Violet hat hier ganz guten Schaden ausgeteilt. So, und jetzt kommt der flinke Konterhieb, der müsste auch nochmal richtig reinhauen. Yay, sehr schön. Blöd ist natürlich wieder, dass wir hier nicht sehen können, wie viel der an Energie hat. Und das können wir hier irgendwie nicht so wirklich zurückverfolgen. So, wir probieren es jetzt einmal mit dem Präzisionsschlag von Setmon, der auch ordentlich austeilen kann. Oh, guck mal, der blinkt schon. Ist ja süßer Mantroskyle. Oh, der macht jetzt gleich wieder todsicher. Das finde ich nicht so schön. Vielleicht kriegen wir den vorher schon eliminiert. Das wäre natürlich super klasse. Oder? Wow, der hat gesessen. Einmal voll auf die Nüsse. Sehr schön. Das war ein recht einfacher Mantroskylo-Kampf. Finde ich irgendwie trotzdem ein bisschen blöd, dass... Warum hat man sich jetzt für diesen Gegner keinen anderen Namen ausdenken können? Ja, so schwer wäre das ja jetzt nicht gewesen. Vor allen Dingen, wenn man dann im Internet irgendwie nach Mantroskylo sucht oder ich das dann hier in die Tags mit reinpacke für dieses Video, dann weiß man ja gar nicht, welcher Mantroskylo gemeint ist. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Haben wir noch die Möglichkeit, diese Schatztruhe da in Augenschein zu nehmen? Oder werden wir jetzt direkt raus teleportiert? Oh, das klingt, als wären wir in der Bar. Oh, schade. Gut gemacht, mein Junge. Damit können wir unsere Ausgrabung fortsetzen. Das ist für euch. Hm? Oh, sieht aus, als hättet ihr eine neue Kampftechnik erlernt. Wenn ihr damit umzugehen versteht, könnt ihr womöglich auch Gefahr von Balterossa abwenden. Was meint er denn? Oh, Ehre der Entscheidung. Vorhut. Nein, warum bekomme ich die denn jetzt? Das ist doch eine von den... Das war doch eine von den Formationen, die wir gebräucht hätten. die wir gebraucht hätten, um den schweren Mantroskylo zu besiegen, oder nicht? Ach ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Oh, und weg ist er. Alles klar. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Da bin ich ja jetzt gespannt. Formation ändern. Da ist sie, die Vorhut. Mystik wäre nach oben gegangen. Eine Köderformation uralter Krieger. Verbessert die Abwehr der vorderen und mystische Angriffe der hinteren Reihen. Ja, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich habe gerade irgendwie sträubt sich gerade irgendwas in mir davor, diesen revolutionären Wandel in Sachen Formationsaufstellung zu durchleben. Und das war wieder total pseudo-episch formuliert. So, kleiner Mann, vielleicht werden wir auch dir bald helfen. Ich gucke nur noch mal kurz, ob wir hier nicht irgendeine neue Mission haben. Nein, noch ist dem nicht so. Und bevor ich diesen Part jetzt hier beenden werde, möchte ich im Vorfeld erstmal unsere Kräuter nochmal vollkaufen. Das hat uns zum Ende nämlich ziemliche Schwierigkeiten bereitet. Wir können auch mal kurz gucken, ups, falsche Tür, ob wir nicht irgendwie noch irgendeine Nebenmission hier vielleicht erledigt haben. Denn ein paar neue Gegner hatten wir ja hier zwischenzeitlich. Ein paar neue Items haben wir auch gefunden. Nö, trotzdem nicht. Tja, schade eigentlich, hätte ja klappen können. Vielleicht in irgendeiner anderen Gilde. Ich werde diesmal wieder, bevor ich mit der nächsten Mission irgendwann mal irgendwo anfange, werde ich wahrscheinlich wieder mal durch alle Städte latschen und gucken, ob wir da nicht irgendwas Neues haben. Hm, Heiltränke, ob ich das wohl lernen sollte oder lieber bei dem bleiben, was ich schon kenne. Ja, ich habe irgendwie den Mehrwert von Heiltränken noch nicht so ganz erfasst. Aber eigentlich bin ich ja prinzipiell immer dafür, wenn die ihre Fähigkeiten erweitern.
Das ist ja fies, da bist du zu alt für. Oh, ist das gemein. Nee, lassen wir sie das lernen. Eine Herausforderung. Wie? Nun gut, ich probiere es aus. Ich habe mir überlegt, Flüche zu lernen. Was meinst du, Rush? Oh, ab dafür. Flüche finde ich gut. Okay, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber das hält mich nicht auf. Heiltränke lernen oder... Ach, das ist ja auch so ein Yama. Heiltränke lernen oder weiter die Sachen üben, die ich schon kenne. Was meint ihr, Rush? Wie ihr alle Heiltränke lernen wollt. Ja, aber macht doch von mir aus. Also gut, Übung macht den Meister. Wie? Hab daran gedacht, Kräuter zu lernen. Was meint ihr? Oh ja, das ist auf jeden Fall verdammt wichtig. Okay, ich probier's. Rush, was meint ihr? In welchem Bereich ich mich verbessern soll? Ich bin etwas besorgt über meinen Fortschritt. Oh ja, über deinen Fortschritt bin ich auch irgendwie besorgt. Also ich würde mir wünschen, dass du in den Kampfkünsten etwas besser wirst und da vielleicht noch ein bisschen mehr dazulernst. Ah, dann werde ich hart an meinen Kampfkünsten arbeiten. Könnte ich mir Folgendes von euch auswählen? Armband des Glücks, ja, aber klar, Setmon, du darfst dir alles nehmen, was du möchtest. Bedien dich doch bitte. Kein Problem. Vielen Dank, ihr wart eine große Hilfe. Oh, Rush, wenn du ein wenig Freizeit hast, dann lass uns doch ein paar Kämpfe starten. Den ganzen Tag herumzusitzen ist nicht gut. Yeah, Abmarsch. Ist ja nicht so, dass wir gerade ewig lange schon gekämpft hätten, aber okay. Gut, dass ihr euch ja alle gerade so rege beteiligt an dem, was hier so passiert in diesem Spiel. Finde ich total klasse. So, ich möchte bitte einmal Kräuter voll kaufen. Tja, wie machen wir das jetzt am besten? Also ich würde sagen, da wir ja einiges an Kohle haben, ihr wisst ja was, ich mache das ja erstmal so, dass ich erstmal die ganzen Gegner hier verkaufe. Hier gab es doch wieder irgendeinen Händler, genau. Der hier hat einiges an Handelswaren. Und vielleicht können wir die jetzt hier freischalten, indem wir unsere Verkäufe tätigen. Ja, ein bisschen was kommt zusammen. Guckt euch das an, 13 Spinnen. Die bringen jetzt zwar nicht so die mordsmäßige Ausbeute an Geld, aber egal. Dafür aber der Flauros. Schaut euch das mal an. Fast 1000 Ocken für einen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, können wir jetzt was Neues kaufen? Nö. Schade eigentlich. Ist Sturmwind neu? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall steht er nicht neu. Deswegen glaube ich mal nicht, dass das neu ist. Irgendwie kann ich mich an die Waffe trotzdem nicht erinnern. So, und jetzt geht hier das große Geschoppe los. Ich kaufe die jetzt mal auf 50 hoch, falls wir uns das jetzt hier irgendwie überhaupt leisten können. So, also das hier ist auf jeden Fall machbar. Guckt mal, wir haben kein beruhigendes Kraut mehr und davon brauchen wir 3 Stück für das Belebungskraut. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dafür jetzt nicht komplett alles voll kaufe. Auch weil wir so viele davon benötigen. Ich lasse mal jetzt 70 davon mitgehen. Und dieses Ruheblatt brauchen wir nicht so häufig, beziehungsweise brauchen das nur einige Charaktere. Das ist aber auch schweineteuer. Wir machen das mal so, dass ich mir davon... ja, eigentlich will ich jetzt hier nicht knauserig sein. Ich werde hier mal ein bisschen mehr investieren. So, das beruhigende Kraut, das war das Problem, was wir hatten, weil Rush davon verdammt viele braucht, nämlich 3 Stück. Ich werde jetzt einfach sicherheitshalber nochmal 10 davon kaufen. Sicher ist sicher, so teuer sind die ja letzten Endes nicht und die können letzten Endes für uns kampfentscheidend sein und da brauchen wir jetzt nicht unbedingt Risiken einzugehen. Guckt euch mal bitte an, wie teuer dieser Wollstoff ist, ja. Also ich habe bei meiner letzten Stippvisite, sagt man das so, mehr alles aufgeschrieben, was ich brauche für Modifikationen. Aber das ist, wie gesagt, schon etwas länger her. Hallo Rush, könnte ich mir Folgendes ausleihen? Oh, aber sicher, Emma. Ich weiß zwar nicht, ob das besser ist als das, was du jetzt momentan hast, aber ich hoffe doch, dass dem so sein wird. Klar, kein Problem. Danke, ich werde es hart, aber gut benutzen. Oh ja, Baby, benutze es hart. Das kann den Gegnern nur umso mehr Schaden zufügen. Rush, wenn ihr gerade Zeit habt, dann lass uns doch vor der Stadt etwas kämpfen. Ja, machen wir. Ach, Leute, was bringt das denn, dass ihr mich hier damit vollquakt? Ich brauche das alles nicht zu hören. Wir werden doch bald wieder kämpfen gehen. Ist doch alles schön. Na gut, liebe Leute, lasst euch dann mal überraschen, wo wir uns in der nächsten Folge dann wiederfinden werden. Denn ich werde mich wahrscheinlich durch die ganzen Gilden erstmal abklappern und euch dann wieder ins Boot holen, wenn...
Wenn ich sehe, dass irgendwo eine Nebenmission oder so erfüllt ist. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben eine riesige, fette Nebenmission hinter uns gebracht. Ähnlich fett wie dieser Yama hier. Und ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.